Von allen chinesischen Dynastien hat die Qing-Dynastie die größten Probleme mit anderen Ländern und deren Bewohnern und Regierungen gehabt. Sie führten ständig Krieg. Im 26. Jahr des Kongsu richtete die Kaiserin Douwei Ya einen hoheitlichen Appell an ihre Untertanen. Zhao Lishi! Ja? Hör mir zu! Hiermit beschließe ich, dass wir der ganzen Welt den Krieg erklären, hm? Nach dieser Erklärung wurde die chinesische Hauptstadt Peking von nicht weniger als 8 ausländischen Armeen angegriffen. Entschlussfreudig, wie die große Kaiserin war, entschied sie sich, die beste Kampfeinheit Chinas einzusetzen. Man nannte sie die harmonischen Fäuste und man sagte ihnen nach, dass sie sogar übernatürliche Kräfte besaßen. Was ist denn das? Oh, chinesische Supermänner? Hey, Chan, was ist los mit dir? Ich bin in einen Nagel getreten. Feuer! Es war ein tolles Desaster. China verlor den Krieg und das Gesicht vor den Ausländern. Alle Chinesen wurden als Witzfiguren, Schwächlinge und opiumabhängige Feiglinge betrachtet. Während der nächsten 20 Jahre verloren die Chinesen jeglichen Nationalstolz. Die Ausländer verließen ein ziemlich ruiniertes China. Dann schlugen sich die Chinesen intern um Macht und Land. Es gab große Probleme. Und sie hatten höchst seltsame Methoden, um Männer für das Militär einzuberufen. Na los! Los! Komm schon! Tut mir sehr leid. Ich habe ein Full House. Du hast verloren. Oh, ich glaube nicht. Was würdest du sagen zu einem Royal Flash? Wieder ist dein Regiment verloren. Alles hört mir zu! Mützen! Ab! Setz die neuen auf! Alles stillgestanden, bewegt euch im Laufschritt. Los! General Martin in der Stadt. Ich habe gehört, er hat unsere Stadt zurückerobert. Ich bin mir sicher, dass er bald wieder gehen muss. Aber außer an Männern fehlte es natürlich auch an Geld. Jetzt hab ich's. Wir werden uns etwas vom Ausland leihen! Verdammt nochmal! Ihr könnt mich doch nicht hängen lassen! Hey, das könnt ihr mit mir nicht machen. Dann bleibt ihr hier und werdet eingesperrt. Dann werdet ihr Häuser für mich bauen und von Jesus Christus predigen. Von mir aus könnt ihr zur Hölle fahren oder in meinem Gefängnis verrecken, ihr miesen Blutsauber. General, wir reden nicht von einem Ei. Wir reden von 20 Millionen Eiern. Wollte ich wirklich so viel? Gut, ich kann eine ganze Menge tun, wenn ihr mir helft. Sobald ich diese ganze Gegend hier kontrolliere, könnt ihr Geschäfte machen, Aktien verkaufen und so. Bordelle eröffnen, Opium verkaufen, ich werde alles möglich machen und ich will dafür auch keine Eier, sondern harte Währung. Also, was ist los? Bekomme ich von euch Geld? Und was ist mit euch dreien? Verdammte Scheiße dann eben nicht! Wenn ich verliere, dann werdet ihr auch verlieren. Macht nur weiter so. Okay, hört mir zu. Ich kenne euch genau. Ihr seid die Typen, die sehr bald einen neuen Weltkrieg beginnen werden. Und deshalb werde ich euch die besten Männer Chinas schicken. Die werden eure Ausrüstung tragen, eure Schützengräben ausheben und für euch kochen. Was sagt ihr jetzt? Gefällt euch das besser? Nun sagt schon was. Das ist keine schlechte Idee.
Aber die Chinesen sind alle schwach. Ihr habt doch wie immer keine Ahnung. Ihr sprecht von diesen kaputten Typen, diesen Opiumfressern. Die Leute, die ich euch anbiete, sind alle Naturkostfanatiker. Sie sind Naturköstler. Nächsten Monat wird in unserem großen japanischen Reich ein internationaler Sportwettkampf stattfinden. Ich schlage vor, dass die Gewinner dieses Wettkampfes gegen ihre Sportler antreten. Sie haben also Zeit, ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen, um unsere Leute zu besiegen. Sollten Sie das schaffen, bekommen Sie auch das Geld. Gentlemen, ich möchte mich gerne vorstellen. Ich heiße Jacko, ich habe an der Universität in Oxford studiert. Das ist in England. Meine Kollegen nennen mich den international anerkannten technischen Direktor für Sport. Sie können mich auch IATDS nennen. Es ist eine große Ehre für mich, hier meinen Bericht vortragen zu dürfen. Erinnern wir uns jetzt zurück an den Frühling 1782. Ja, machen Sie etwas schneller. Oh ja, sicher, natürlich, warum auch nicht. Das sind die Olympischen Ringe. Man sagt, dass die Olympiade das erste Mal auf einem Berg in Athen stattfand. Athen liegt in Griechenland. Kommen Sie endlich zur Sache! Ja, kommen Sie endlich zur Sache! Ja, natürlich, warum nicht? Diese Wettkämpfe sind unterteilt in Leichtathletik und andere Sport. Kommen Sie endlich zur Sache! Ja, natürlich, wie Sie wollen, nur keine Aufregung. Diese Wettkämpfe stehen jedem offen. Männern und Frauen, ob alt, ob jung, solange sie schnell laufen, hochspringen, Gewichte heben und hart kämpfen können. Also sportliche Typen brauchen Sie... Genug jetzt, IATDS, machen Sie mal Pause. Einer, der hochspringen kann. Captain Bell? Ja. Wir haben noch den fliegenden Schatten Lisan, oder? Ja, General, aber Lisan ist fett geworden. Er hat 60 Kilo zugenommen, er kann nicht mehr fliegen. Das ist zu dumm. Einer, der kämpfen kann. Na ja, Wang Wu? Ich weiß, dass wir ihn Wang Wu das große Schwert nennen, stimmt's? General? Wang Wus großes Schwert wurde gestohlen und kurz darauf starb er an Depressionen. Und was ist mit Yuan Kain? Er ist um Fäden gegangen. Oh. Captain Ko, lassen Sie sofort alle Ihre Männer antreten, damit wir die Besten für den Wettkampf auswählen können. General, ich habe keine Männer mehr. Sie haben sie alle beim Pokern an General Wang verloren. Oh, Captain Yu, was ist mit Ihnen? General, Sie haben erst letzte Woche alle meine Männer an General Mao verloren. Captain Bell, was habe ich noch für Regimenter? General, soweit ich informiert bin, haben Sie nur noch Frauen und genau 25. Verdammt! Schwachköpfe! Hört mir genau zu, ihr Idioten. Ich gebe euch 3 Tage Zeit, um einige Männer aufzutreiben, die schnell laufen, hochspringen und schwere Gewichte heben können. Verstanden? Dann werdet ihr sie einen Monat hart trainieren. Ich will diesen Affen zeigen, dass es nicht nur opiumsüchtige Chinesen gibt. Wir sind unschlagbar! General, Sie müssen tief durchatmen. Tretet nur näher und lest die neuesten Nachrichten. Es ist ein Trick, um uns in die Armee zu bekommen. Dieser General Zhu verliert seine Soldaten beim Kartenspielen. Dieser Kommandant Zhu ist ein schlauer Fuchs. Ha, Besitzer von 6 Staaten, dass ich nicht lache. Mittlerweile hat er schon 5 verloren. Junger Mann, wenn ich Sie wäre, würde ich vorsichtig sein und leiser sprechen. Finger weg! Misch dich nicht in Sachen, die dich nichts angehen, blinder Idiot. Da wäre ich ja noch lieber ein Eunuche, bevor ich zur Armee gehe. Nehmt ihn fest! Ja, was wollt ihr von mir? Ich will nicht zur Armee! Gut, wir wollen dich auch gar nicht für die Armee. Wir wollen dich als Eunuchen. Okay. Stone? Hallo, Iggy! Seid ihr beide soweit? Ja, sicher! Alles klar! Wir sind bereit! Dann lasst uns gehen! Ja! Der gelbe Fluss fließt! Es ist jedermanns Gebt Pflicht, Gebt euer Geld dazu! Für eine gute Sache! Der gelbe Fluss fließt! Gebt euer Geld dazu! Es ist jedermanns Pflicht zu helfen! Lasst euch nicht zu bitten! Raus mit dem Geld, Freunde! Morgen, Iggy! Der gelbe Fluss fließt. Habt ihr schon was gegeben? Wir brauchen von überall Geld. Ja, wir haben gespendet. Der gelbe Fluss fließt. Jeder von uns muss helfen.
Ja. Es was ist wollt jedermanns ihr? Pflicht, was kann ich euch tun? Ha, gerade angekommen? Ja, Vicky, ich habe das letzte Mal bezahlt. Ja. Letztes Mal ging es um den Yangtze-Fluss. Hey, du sollst nicht so gemein sein. Du weißt, er hat ein schwaches Herz. Ja, Vicky, du bist dran. Ja, ist klar. Sieh mal, Vicky, die Geschäfte gehen schlecht. Ich habe kein Geld für dich. Oh, das ist aber sehr schade. Hier wirst du sterben. Okay, genug, genug. Ich zahle, ja, ich zahle. Gut, hör auf. Alles klar. Wie viel waren es? Zusammen 16. 16 mal, das sind 16 Dollar. Hier ist das Geld. Danke. Wir müssen. Mein Gott, ist das ein hübsches Mädchen da drüben. Du hast recht. Sie ist hübsch. Vicky, wenn ich einen Kuss von ihr bekäme, wäre es mir völlig egal, morgen zu sterben. Kuss? Dich kann man leicht zufriedenstellen. Ich werde viel mehr als einen Kuss bekommen. Vicky, du glaubst, du kannst mehr bekommen? Das gefällt mir. Wie viel kostet das? Oh, nur ein Dollar. Oh, das ist zu teuer. Oh Gott, mein Auge! Oh. Du hast mein Auge verletzt. Oh, was ist denn passiert? Das schmerzt furchtbar. Oh. Könntest du kurz blasen? Schlangen! Hilfe! Ist schon gut. Du brauchst keine Angst haben. Ich mach das schon. Hey! Lass gefälligst meine Schwester in Ruhe! Was soll der Blödsinn? Du hast gesehen, dass sie zu mir gekommen ist und nicht ich zu ihr. Willst du mich verarschen? Ich habe genau gesehen, was du gemacht hast. Na und? Also, was willst du eigentlich? Was ich will? Dir einen aufs Maul geben! Halt! Moment noch! Hör zu! Weißt du denn nicht, wer ich bin? Ich bin Wiggy. Vielleicht kennt er mich wirklich nicht. Er ist bestimmt neu in der Stadt. Oh, hat das weh getan. Zeichen des Mars geboren. Für dich könnte es heute einige Ungereimtheiten geben. Hey, Mister, heute ist nicht der Glückstag. Ach, du redest Quatsch, du bist ein Scharlatan. Hi. Sehen Sie, ich hatte recht. Vicky, lass mich entwischen! Halt! Einbahnstraße. Ja, Einbahnstraße. Er kann uns nicht entwischen. Er kann uns nicht entwischen. Er ist verloren. Verloren ist er. Okay, heute werde ich mal wieder was für mein Ego tun. Also los. Nun gut. Wann wurde die Militärkunstschule eröffnet? Vor 5 Minuten! Oh! Ich gratuliere! Der da hat sich an meine Schwester angemacht! Junge Mädchen angrapschen! Oh, das war eine Verwechslung! Die Venus im achten Haus steht, trocknen Flüsse aus, Tiere sterben und Sie müssen froh sein, wenn Sie den morgigen Tag noch erleben. Ach, das ist zu viel. Ich glaube Ihnen kein Wort. Bin ich wirklich so gut?
holt mich bitte hier runter! Hey, wie bist du da drauf gekommen? Ich bin hochgesprungen, weil es mir unten zu langweilig war. Captain Bell, nicht mal die Sun ist so hochgesprungen. Du da oben, ich gratuliere dir. Im Namen von General Su werde ich dich für den Hochsprung vorschlagen. Du wirst ein berühmter Sportler werden. Ha. Komm jetzt runter. Was? Komm jetzt runter zu uns. Wirst du wohl runterkommen? Niemals. Nimm mir doch. Hilfe. Geht weiter. Mach Platz. Hier gibt's nichts zu sehen. Holt mich bitte hier runter. Hey, wie bist du da drauf gekommen? Ich bin hochgesprungen, weil es mir unten zu langweilig war. Captain Bell, nicht mal die Sun ist so hochgesprungen. Du da oben, ich gratuliere dir. Im Namen von General Su werde ich dich für den Hochsprung vorschlagen. Du wirst ein berühmter Sportler werden. Ha. Komm jetzt runter. Was? Komm jetzt runter zu uns. Wirst du wohl runterkommen? Niemals. Niemals. Lieutenant, geben Sie mal Zunder. Vicky hat die Stadt verlassen. Das stimmt. Und wer nimmt seinen Platz ein? Natürlich du, Gene Kong. Gehen wir. Der Weihfluss fließt. Jeder muss etwas spenden. Raus mit eurem Geld. Ich hätte gern ein Pfund Schweinefleisch. Natürlich. Ohne Fett, also nur die besten Stücke. Ja, sicher. Hey. Ich lege das Geld hier hin. In Ordnung, danke. Wiedersehen. Danke. Wong Wu, Schweinefleisch, hier täglich frisch. Mach Platz da! Gib mir aus dem Weg. Mr. Wang, Sie sind diese Woche mit Ihrer Zahlung im Rückstand. Ja, tut mir leid. Ich verspreche, heute Abend zu bezahlen. In Ordnung? Das erzählen Sie mir doch jedes Mal. Und wie bezahlen Sie? Sie wissen, warum die Leute mich den Teufel mit den Flügeln nennen. Nein, das weiß ich nicht. Ein Teufel ist schlimm genug, aber ein Teufel mit Flügeln ist viel schlimmer, Meister. Hört auf! Wartet mal! Heb dein Schwert für Eltra auf. Ich werde ihn mit der hier fertig machen. Hey, du Kleiner, du hast eine ganz schön große Klappe für dein Alter. Dein Ende ist gekommen! Ha! 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 War nur die Rückseite! Kastration! Nettes Gerät hast du da! Ja. Wollt ihr mich nun kriegen oder nicht? Ah!
Komm her! Komm schon, steh auf! Steh auf, komm schon! Sehr gut, sehr gut! Ja, Oh. Hey, bist du verrückt? Er ist unser Kommandant! Ist er das? Oh nein! Verhaftet ihn! Helft mir hoch! Stehen bleiben, keine Bewegung! Haha, wir haben einen! Hey Junge, hör mal zu. Du wurdest eben zum Stabhochspringer für General Sus Mannschaft gewählt. Du kannst stolz darauf sein. Das ist eine hohe Ehre. Kommt näher, hier gibt es frische Kuchen, wunderbare frische Kuchen, kommt näher, lasst euch so etwas nicht entgehen, wunderbare frische Kuchen, natürlich besser als alle anderen, Sie da, mein Herr, Sie, wie wär's mit einem Stückchen Kuchen, er ist noch ganz warm, kommen Sie näher. Hey Boss, gib mir einen Kuchen für dich, wie wär's mit diesem hier, exzellent im Geschmack. Mm. Genau die Hälfte. Hey Boss, was soll das? Sein Teil ist größer. Ach Quatsch, sein Teil ist größer als meins. Meins ist größer. Also welches ist jetzt größer? Also welches ist jetzt größer? Meins natürlich. Jetzt ist es klein. Und jetzt ist wieder deins größer. Welches ist jetzt kleiner? Meins natürlich. Hey, hey, ihr müsst mir den Kuchen bezahlen. Sehen Sie, Boss, wir wollen doch keinen Streit wegen eines Stück Kuchens beginnen. Hä? Also werden wir den Kuchen nicht kaufen. Außerdem ist er angefressen. Hey, wartet einen Moment. Den Kuchen essen und nicht bezahlen wollen? Wir haben nichts gekauft, also für was sollen wir bezahlen? Oh, ich sehe, ihr seid zwei ganz hinterlistige Typen. Na und wenn schon. Klappe, Fettsack. Dies für den Kuchen. Hör auf zu lachen. Er hat ja schon aufgegeben. Verdammt nochmal, du magst es nicht zu schlagen. Hör auf zu lachen. Du sollst, hör auf. Sonst muss ich dich leider fertig machen. Du mich. Du fettes Großmaul! Steh auf! Sag mal, wer hat dich denn so furchtbar zugerichtet? Die zwei Fetten da! Ha, ha, wir haben wieder einen! Ha, Gratulation! Du hast Glück gehabt. Im Namen des ehrwürdigen Generals Su ernenne ich dich hiermit zum ersten offiziellen Sumo-Ringer! Sumo? Was ist eigentlich Sumo? Was? Ihr wisst nicht, was Sumo ist? Zieht sie um, aber gleich! Rechts.
Lieber Gott, lass die Schatulle voller Gold und Perlen sein. Oh Gott, der Diebe, hilf mir, dass ich nicht geschnappt werde. Ich bin doch ein anständiger Dieb. Wer bist du? Der Gott der Zukunft. Du bist ein Rebell. Nein, mehr ein Revolutionär. Und du ein Dieb. Nicht irgendein Dieb, sondern ein anständiger Dieb. Und du bist... Ist doch egal, wir werden beide gesucht. Sehen Sie sich beim Theater da drüben um. Vielleicht hat er sich hinter den Kulissen versteckt. Gut, sehen wir mal nach. Was machen wir? Kannst du Theater spielen? Meine Mutter ist Opernsängerin. Mein Alter ist Puppenspieler, also legen wir los. Ja, wo sind die kleinen Teufel? Hier! Hier! Sehr gut, sehr gut! Wer ist der verrückte Kerl? Er hat mich beinahe umgebracht. Den zeigen wir's. Ja! Ich bin eure Mutter, ihr Vollidioten. Was? Ich habe dich seit 3 Jahren nicht mehr gesehen und ich habe dich so vermisst. Das ist nicht gut. Oh, meine Pfirsichblüte, ich habe dich seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Selbst meine Nase ist größer geworden. Dan!
das mit der Nase stimmt. Oh, mein Baby, mein süßer kleiner Pfirsich. Bist du auch wirklich denn? Kleine Blume, mach auf! Wer ist das? Das ist der starke Stier. Na und? Ich kenne keinen starken Stier. Das ist mein neuer Ehemann. Er arbeitet im Schlachthof. Warum machst du mir die Tür nicht auf? Bist du krank oder was ist los? Tja, ich finde es ein bisschen kühl. Kühl? Da musst du dich richtig zudecken. Sag mal, warum ist das Messer voll Blut? Auf dem Markt heute wollte mir der alte Wang erzählen, dass du mit einem anderen posierst. Ich habe mich so aufgeregt, dass ich mir die Nerven durchgekramt. Ach, kleine Blume, du würdest mich nie betrügen, sag mir das. Nein, das würde ich nie tun, wirklich nicht. Du arbeitest einfach zu viel. Deine Hände sind ganz rau geworden. Es tut mir leid, mein Schatz. Hey, warum ist deine linke Hand größer als deine rechte? Liebling, bitte bring mir ein Glas Wasser. Ja, sicher sofort. Meine kleine Blume. Oh, ich dachte, dir ist es zu kalt. Deck dich wieder zu. Du sollst mehr anziehen. Sonst wärst du doch krank, mein kleiner Schatz. Ich werde dich heute den ganzen Tag pflegen. Oh je, yeah, hallo. Was für ein hässlicher Mann. Ich? Ein Mann? Wie bist du hierher gekommen? Offizier, ich habe nur ein großes Messer gesehen und dann bin ich im Flug hier rüber gesprungen. Genauso war's. Gratuliere Ihnen, junger Mann. Im Namen des ehrwürdigen General Zhu ernenne ich Sie hiermit einstimmig zu unserem Weitspringer. Die Männer kommen. Meine Herren, kann ich Ihnen helfen? Hört mir alle genau zu. Ich will, dass alle Ausgänge besetzt werden. Es darf keiner entkommen. Ja, Captain. Was soll denn das eigentlich, Officer? Ich möchte, dass ihr jeden einzelnen Mann rausholt. Ja, Kapitän. Ich bin viel zu alt, um in die Armee einzutreten. Ich war nur hier, um mit dem Mädchen Schach zu spielen. Ah, Großvater, ich glaube dir. Wir wollen dich auch nicht für die Armee. Wir wollen nur, dass du unsere jungen Männer beim Training etwas unterstützt. Aber was denn für ein Training? Körperliches und mentales. Du scheinst was davon zu verstehen. Nehmt den mit. Bringt mir die Mädchen. Lass das! Bitte, Officer, lassen Sie uns in Ruhe. Wir sind gut in Form und brauchen kein Training. Ja, das stimmt. Tut mir leid, Madame. Ihre Mädchen haben vielleicht Training im Liegen. Aber was wir jetzt brauchen, ist Training im Stehen. Nein, nein, unser Training ist um einiges härter als Ihr schlappes Armeetraining. Ja, das stimmt. Tut mir leid. Meinen Anordnungen zufolge muss ich jeden Namen notieren. Du bist die Erste. Wie heißt du? Man nennt mich die kleine Narzisse. Oh. Und du? Ich bin die kleine weiße Orchidee. Du. Und ich bin von allen die Mutter. Oh. Ich bin die hübsche Sonnenblume. Oh. Und du? Man nennt mich das Leckermäulchen. Oh, wieso? Isst du denn so gerne? Nein, Offizier. Ich lecke sehr gerne. Ah, jetzt ist mir alles klar. Okay, Officer. Ja, komm, genau, Sie rein. Dann los, nein, von dabei her auf, Offizier. Nein, Schluss jetzt. Reißt euch zusammen. Wir nehmen alle Mädchen mit. Dann können Sie uns ja gleich verhaften. Sie möchte gern freier. Idioten! Na gut, gehen wir eben mit. Ciao! Ja.
schnell wie möglich ins Trainingslager. Ja, ja, Captain. Hey, Ethan, deine Nase wird von Jahr zu Jahr größer. Zu mir. Oh, ich bin erst letzten Monat zum nächsten Mal 18 geworden. Das seht ihr mal lieber unsere hübschen Mädchen, euer vier. Meine Kerl. Oh, hallo, Miss, wie geht's denn so? Herzlich willkommen, die Damen und Herren, hier im Trainingslager unseres ehrenwerten Generals Su. Die meisten kennen mich. Und die es nicht wissen, ich bin Captain Bell. Und ich bin auch der Chef in diesem Trainingslager. Und jetzt stelle ich euch den Trainer vor. Er ist Absolvent der bekannten Oxford-Universität und er ist der einzige Mann, der einen richtigen Titel im Sport hat. Ich habe die Ehre vorzustellen, den international anerkannten technischen Direktor für Sport, IATDS, Mr. Jaco. Applaus! Allerseits, ich bin euer Trainer. Mein Name ist sehr lang, deswegen nennt mich einfach nur Coach, Doktor, Boss oder Professor. Oder ganz einfach Sir. Normalerweise bin ich ein netter Mann. Ich werde hier jetzt einen Monat hart trainieren. Und dann werdet ihr bei den Wettkämpfen mitmachen. Jaco, was ist das für ein Wettkampf? Habe ich dich etwas gefragt? Habe ich gesagt, schüttle deinen Kopf? Habe ich dich gebeten, den Mund zu halten? Warum starrst du mich so an? Tue ich nicht. Tust du doch? Tue ich nicht. Deine Nasenlöcher starren mich an. Jetzt sehen deine Augen 50 Mal zu deinen Nasenflügeln, klar? Was sind das für Wettkämpfe? Wer spricht hier? Ich war Sir. Natürlich, frag nur. Nur so kann man was lernen. Wie heißt du? Man nennt mich Narzisse. Du hast bestimmt viele Fragen, die ich dir beantworten soll. Komm also nachher in mein Zelt. Danke. Coach! Ich mache diesen Wettkampf nicht mit. Kann ich nach Hause gehen? Ja, natürlich. Warum nicht? Captain, ja. Dieser Mann will nach Hause gehen. Begleitet ihn. Ja! Captain, begleitet ihn. Bringt ihn weg. Ja. Komm mit. Komm mit. Wir sehen uns später. Nicht zu schnell, ich habe es nicht zu eilig. Ich dachte, du wolltest nach Hause zur Mutter. Was habt ihr vor? Will noch immer jemand nach Hause gehen? Ihr seid doch nicht dicht im Kopf! Was seid ihr denn alle? Gammler, Räuber, Drogensüchtige, Alkoholiker, Gangster, Prostituierte und Huren, Idioten, gemeine Taschendiebe und verdammte Zuhälter. Ihr seid ein Haufen Außenseiter, elende Rumtreiber. Ich finde es sowieso absurd, dass ihr die Auserwählten sein sollt. Du! Wie heißt du? Ich heiße, man nennt mich Wiggy. Oh, Baby. Geht tot, was ich sage. Sonst ergeht es euch wie ihm. Das war aber nicht sehr nett, Coach. Wie heißt du? Rover. Und du? Fatty. Wann immer ich mit euch rede, müsst ihr eure Arme an die Seiten halten. Runter mit den Armen. Was ist denn passiert? Ich erinnere mich an meine Frau. Wieso an ihre Frau? Meine Frau hat einen kleineren Busen als die zwei. Oh. Hört auf zu lachen! Aufhören! Seht euren eigenen Busen an! Ha! Brust raus! Brust raus! Brust raus! Nicht du! Du! Brust raus! Brust raus! Brust raus! Nicht weinen! Brust raus! Okay, okay. Ich war nicht besonders nett. Es war mein Fehler. Tut mir leid. Weine nicht mehr. Hör auf zu weinen, bitte. Captain, bring sie weg und erschießt sie.
Arbeiten alle diese Mädchen für dich? Nun ja, Mädchen, was ist euer Lieblingssport? Bobspringen nackt im Bett! Du tritt raus! Sie hat gute Manieren, seht sie euch an, sie ist ein Vorbild für euch. Oh, bist du dick! Du siehst aus, als wenn du schwanger wärst. In wievielten Monat, hä? Sir, ich bin noch Jungfrau. Lacht nicht! Jungfrau? Warum ist dann dein Bauch so dick? Bauch rein! Rein! Raus, raus! Raus! Beine zusammen! Fester! Du kriegst deine Beine nicht zusammen und du willst noch Jungfrau sein? Brust raus! Bauch rein! Beine zusammen! Fester! Professor. Zurück in die Reihe! Professor! Ein hübscher Trainer! Du bist aber stark. Hör auf damit. Ich bin nicht blöd. Was ist da drin? Vielleicht ein Juwel oder ein Geschenk für mich. Gib her. Komm schon. Oh, die sind aber noch klein. Wie niedlich die sind und noch so klein. Sei nicht zu traurig. Es war nicht dein Fehler. Ihr wisst doch alle, wahre Größe ist auch geistige Größe. Da habe ich doch recht, stimmt's? Gut, nimm's wieder. Danke, Coach. Arbeit mir nicht schlecht. Oh, oh. Nun gut, ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn ihr mich näher kennengelernt habt, werdet ihr sehen, was ich für ein netter Kerl bin. Das Training ist leicht und wird euch Spaß machen. Ihr werdet glauben, ihr seid im Urlaub hier. Jetzt noch drei kleine Bitten an euch. Erstens, während des Trainings folgt ihr meinen Befehlen oder ihr werdet erschossen. Klingt doch ganz nett, oder? Zweitens, ihr werdet unter meiner Leitung hart trainieren müssen oder ihr werdet erschossen. Drittens, ihr müsst die Wettkämpfe gewinnen, ist das klar? Oder ihr werdet erschossen. Habt ihr verstanden? Ja, haben wir. Ja, was? Ja, lauter! Ja, haben wir jetzt erschossen. Wie geht es euch heute? Wunderbar. Ihr habt alle ein Schild mit einem Buchstaben bekommen. Jeder von euch ist jetzt ein Buchstabe. Wenn ihr von mir ein Pfiff hört, stellt euch einfach der Größe nach auf. Und los! Fuck you, man. Nicht mal mein Titel stimmt. Oh, ja, TDS muss es heißen. Wir beginnen jetzt mit einem Reaktionstest. Also aufgepasst. Vorwärts, Marsch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Links um. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, das geht doch schneller! 1, 2, 1, 2, 1, 2, links um! Links, 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 links! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, halt! Wenn ich sage auf die Plätze, dann müsst ihr euch an der weißen Linie hinknien, so wie jetzt. Ist das klar? Verstanden? Die Hände auseinander und ein Knie hoch. Ihr müsst nach vorne auf eure Bahn sehen und tief Luft holen. Das nächste, was ich sage, ist fertig. Dann müsst ihr eure Hintern hochheben und bereit sein zu starten. Ihr verlegt euer Gewicht nach vorne, um sofort starten zu können. Stellt euch vor, ihr werdet hungrige wilde Hunde. Was soll denn das? Hör auf! Geh sofort zurück! Zurück! Zurück zur Linie! Hörst du nicht? Geh zurück! 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 Ach, total verblödet! Captain Bell, ist Ihr Gewehr geladen? Es ist geladen. Ich will, dass es alle hören. Ja, alle sollen es hören. Fertig. Feuer! Feuer! Captain! Captain! Es tut mir wirklich sehr leid, Jaco. Entschuldige, Coach, es wird nicht wieder vorkommen. Okay, zum Ausgleich werden wir jetzt das Gleichgewicht trainieren.
Vorher zeige ich euch, was ich damit meine. Narzisse, kommst du bitte? Also, ich lege mich auf den Boden. So, und du stützt dich auf meine Arme. Komm schon, komm, keine Angst. Gut gemacht, gut gemacht. Ah, schon gut. Danke, danke. Wer will es versuchen? Bitte. Du probierst es. Komm, na los. Du kannst gehen. Lecky, komm du bitte. Ein bisschen zu schwer für dich, was? Okay. Judo kommt ursprünglich vom chinesischen Ringen und das weiß jeder. Aber dummerweise haben die Japaner Judo auf der ganzen Welt bekannt gemacht. Wie auch viele andere Dinge. Akupressur, Massage, Thai-Bäder, Körpermassage, Spezialmassage. Das reicht. Wir müssen von ihnen lernen und uns ihre Stärke aneignen. Deshalb habe ich den besten Judo-Experten eingeladen, den berühmten schwarzen Gürtel aus Japan. Herzlich willkommen, Herr Bär. Lasst ihn uns Gebühren empfangen. Ja. Ah, und wie schwarz der Gürtel ist. Bitte, Taipan-Bär. Ohaya gusanimas. Nun ja, er wird euch viel beibringen. Herr Bär ist wie alle Japaner sehr höflich. So, wer will der erste Freiwillige sein? Na? Also... Wer will jetzt von euch? Ich will! Sir? Sehr gut. Bitte, Sonnenblume. Oh, oh ja! Stell dich vor. Dozo. Konnichiwa, ich bin die hübsche Sonnenblume. Hm? Alles Ruhe ist Hando? Was war das? Hey, Boss, was hat er gesagt? Hm? Alles Ruhe ist Hando. Also, was hat er gesagt? Es tut mir leid, Taipan, sie hat nichts verstanden. Ich habe gesagt, sie hat keine Titten. Ist sie wirklich kein Mann? Hört auf zu lachen! Und jetzt wird uns Herr Bär zeigen, was es heißt, über den Kopf zu fliegen. Eine tolle Demonstration. Bitte, Herr Bär. Nein! Oh. Ihr müsst sofort etwas unternehmen! Er hat eine chinesische Frau beleidigt! Ihr wollt also Männer sein? Ihr habt keinen Mut! Oh, das stimmt genau! Und was ist mit Ihnen, Boss? Oh, ich habe einen Krampf! Oh. Eine Dame beleidigt. Komm ruhig näher, wenn du dich traust. Ja. Hey, Fetti, komm her. Hast du auf Fleisch Appetit? Natürlich, solange es roh ist. Na dann los. Okay, wir werden das Hammerwerfen üben. Diese Sportart hat seinen Ursprung im Brautstraußwerfen. Aber welcher Brautstrauß hat schon eine Kette daran? Und es ist auch kein Hammer, sondern eine Kugel.
Man steht in einem 45-Grad-Winkel zur Wurfrichtung. Man muss die Kraft des Nackens, der Schulter, der Brust, der Hüfte, des Bauches und der Oberschenkel ausnutzen. Dann schwingt man die Hüfte ungefähr so. Also bewegt eure Hintern, in der Hüfte bewegen, immer im Kreis bewegen. Schön rund. Trainer, ist das so richtig? Mache ich es gut? Dummerchen, das ist doch kein Bauchtanz. Habt ihr es verstanden? Ja. Okay, Sonnenblümchen, komm her. Meinten Sie wirklich mich? Ja, warum fragst du? Hier, nimm. Hierher. Fertig? Sehen Sie denn nicht, die Mädchen baden gerade, was? Richtig beobachtet. Dann kann ich jetzt in Ihr Zelt gehen. Sehr gut. General, vergessen Sie nicht, Sie müssen die Stimme verstellen, es muss klingen wie eine Frau. Ja, mache ich. Falls Sie jemandem etwas erzählen, dann lasse ich Sie erschießen. Nein, nicht nötig. Also, viel Spaß, Herr General. Schönen Abend. Ja, das hoffe ich. Hey, warte mal. Nicht vergessen, mir eine Frau zu reden. Ich weiß. Wer bist du? Ich bin eine Frau. Ich bin auch eine Frau. Oh, heute ist es richtig kalt, stimmt's? Ja, dann lass dich auch ein bisschen wärmen. Rutsche ein bisschen rüber. Du bist ganz schön behaart für eine Frau. Das ist mein Bärtchen. Oh. Ah! Verdammt nochmal, das ist ein Frauenzelt. Was machst du hier? Oh, ich muss mich verlaufen. Moment mal. Wie heißt du, junger Mann? Wiggy. Wiggy. Das ist ein schöner Name. Ein bisschen Lippenstift auf deine Lippen macht dich unwiderstehlich. Nein, Sir. Wiggy, willst du mein Freund sein? Wie wär's denn? Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich gehen! Lassen Sie mich bitte gehen! Bitte, General! Lassen Sie mich raus! Raus! Lassen Sie mich! Guten Abend, Wiggy! Entschuldigt, ich habe mich verlaufen! Das ist das falsche Zelt gewesen! Auf Wiedersehen! Wiggy, mein kleiner Wiggy, wo bist du? Wiggy! Wiggy! Oh. Guten Abend, General. Entschuldigt, die Damen. Ich habe das Zelt verwechselt. Und der Junge wohl auch, wie mir scheint. Verdammter Mist. Achtung! Rührt euch! Wenn ich euer Training beurteilen soll, dann glaube ich nicht, dass ihr die Ersten werdet. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass ihr überhaupt keine Chancen habt. Trotzdem, ihr braucht nicht traurig zu sein. Wunder gibt es immer wieder. Und das heißt für euch, trainieren, verdammt hart trainieren. Verstanden? Ich glaube nicht an Wunder. Geben wir besser auf. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Aufgeben? Du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank, du Rotzlöffel. Du kleiner, mieser Stinker. Du bist ja das Letzte. Der Abschaum der Gesellschaft. Du kannst froh sein, wenn ich dich nicht sofort erschießen lasse. Für deinen blöden Zwischenruf. Ich hasse dich, du elender Bastard. Aufgeben. Warum siehst du mich so dämlich an? Ich habe mir den Nacken beim Training verrenkt. Ah, du hast dir den Nacken verrenkt. Soll ich mich darum kümmern? Ja. Was? Noch nicht in Ordnung? Ja. Aber jetzt.
Okay, Sir. Es ist wieder wie vorher. Danke. In Ordnung, Sir. Männer, habt ihr das gesehen? Das verstehe ich unter Kraft. Jeder von euch kann so werden. Ihr kämpft wie eine Mutter, deren Kind von einem Tiger bedroht wird. Die Mutter wird mit dem Tiger kämpfen und ihn töten. Und mein hartes Training wird euch helfen, diese Kraft zu entwickeln und zu besitzen. Ihr werdet den Tiger töten, einen Elefanten verschleppen, einen Löwen verjagen. Das Krokodil ertränken. Ha? Und die Ausländer schlagen. Wollt ihr das alle? Ja! Oh, danke. Vielen Dank. Ich danke euch allen. Danke. Danke. Hey Boss, mit diesem Ding an deinen Beinen kann ich nicht gehen, geschweige denn springen. Kraft, denk an deine Kraft. Du musst an deine Kraft glauben. Ich komme nicht hoch, Sir. Weißt du, was sich hinter dieser Wand verbirgt? Keine Ahnung. Spring und du wirst es wissen. Spring, spring, spring. Spring, 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 spring. Spring, 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 spring. Los. Ja, höher. Höher, spring. Spring, höher. Höher, spring. Spring! Sir, dahinter ballert ein Mädchen in der Wanne. Spring, spring, spring höher, spring höher, spring höher, spring, 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 ja komm, spring, spring höher. Noch höher, gut so, noch besser, ja, spring. Ja, 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 das ist großartig, großartig, wunderbar. Okay. Die Kleine hat 10 Kilo und die Große hat 20 Kilo. Mal sehen, wie weit Fetti die 10 Kilo Kugel stoßen kann. Sehr schwach. Und jetzt werden wir sehen, wie weit Fetti die 20 Kilo Kugel stoßen kann. Oh, großartig, großartig, ich hab's gewusst, wunderbar, großartig. Oh. Ich möchte, dass ihr dieses Bild genau anseht. Nachdem ausländische Armeen Peking angegriffen haben, ermordeten sie unser Volk. Sie haben sie aufgehängt. Dann haben sie wie die Indianer ihnen die Skalps abgeschnitten. Es war entsetzlich und es muss furchtbar wehgetan haben. Wenn man der Statistik glauben kann, wurden mehr als 80.000 Menschen umgebracht. Unsere Frauen haben noch mehr gelitten. Seht euch das Bild an, seht es euch genau an. Unsere Frauen, egal wie alt sie auch waren, wurden vergewaltigt, genötigt, misshandelt, gepeinigt, bis sie alle starben. In ganz Peking gab es nur noch eine Jungfrau. Warum wurde sie am Leben gelassen? Keine Ahnung! Weil sie so hässlich ausgesehen hat. Also, ihr müsst doch in euch etwas fühlen. Ihr seid sehr ärgerlich. Ja! Und wenn ihr das seid, schlagt mit aller Kraft zu. Ja! 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 Seid ihr bereit, gegen die Ausländer zu kämpfen? Ja! Gut! Das ist einer dieser Ausländer. Hast du ihn? Ja! Sein Vater war bei der Zerstörung Pekings dabei. Ja, das ist das Zauberwort. Ja, Leute, macht ihn fertig. Nein, 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 halt! Ich bin nur ein Schauspieler. Man hat mich engagiert. Aber ihr seid Killer. Ihr seid Killer. Ihr wollt mich umbringen. Schneller, lauf schneller! Ihr sollt schneller laufen! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr, bitte! Dann seht mal, was ich vor euch tut! Hallo, wo bleibt ihr denn? Wir haben was für euch! Hey, 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 hey! Mein Gott, sind die noch fit? Ihr habt mich nicht besonders gern. Genau! Oh.
Leider vergehen die guten Zeiten immer zu schnell. Der Monat ist vorbei. Morgen ist ein großer Tag für euch. Unser Volk hat 300 Jahre geschlafen. Jetzt liegt es an euch, die Nation aufwachen zu lassen. Das Training war hart. Und viele von euch haben mich gehasst. Aber trotzdem möchte ich euch heute Abend danken. Ihr habt viel geleistet. Ich danke euch. Gut, ich war übereifrig. Und manchmal auch etwas gemein zu euch. Aber tief in meinem Herzen habe ich sehr großen Respekt vor euch. Ich bin stolz. Wir haben viel zusammen erlebt, Gutes und weniger Gutes. Aber ich habe die Gewissheit, dass ihr siegen werdet. Morgen zeigt ihr der Welt, dass es uns Chinesen gibt. Vicky, du sollst nicht rauchen. Also, was habt ihr jetzt, meine Freunde? So ein Mist. Ihr seid wohl nicht ganz dicht. Ihr verdient überhaupt keinen Respekt. Enttäuscht mich nicht. Viel Glück. Senores und Senoritas und ihr verdammten Amigos. Und jetzt ist es mir eine große Ehre, diese einzigartigen offiziellen Wettkämpfe endlich zu eröffnen. Geht auf eure Plätze. Achtung! Fertig! Bisschen schwer für dich. Hey!
chinesische Team Wang No Ho. Und aus Japan kommt der Tigerhammer. Für die Chinesen. Willst du die Latte höher? 10 Zentimeter. Los, das kannst du mich nicht. Spring so, du kannst. Los. Von mir steht der Champion im Sumo-Ring aus Japan, Mr. Yamaha Suzuki. Und links von mir der chinesische Sumo-Ringer Mr. Rova. Bevor der Kampf beginnt, wird noch gemessen. Na los schon, ich weiß, dass du ihn schlagen kannst. Sieh dir nur seinen weißen Hintern an. Sieger ist Mr. Roba für das chinesische Team.
go, 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 go! General Su kommt! Dreht euch um! Ihr seid ein verdammt wilder Haufen! Aber ihr seid gut! Und ihr wisst es! Auf die Knie! Im Namen eurer Mütter und im Namen eurer Väter, ich bitte euch, ihr müsst den Wettkampf morgen gewinnen! Ihr müsst gewinnen! Ich werde alle eure unehelichen Kinder adoptieren! Nur gewinnt, bitte! Und am Abend gebe ich ein großes Fest und zahle alle Getränke. Wie wäre das? Hey, die Sportkonkurrenz gibt sich die Ehre. Ja. Mama Platz! Du sollst Platz machen! Hey, das kann man auch netter sagen! Gibt's hier auch Brandy? Kabuki! Schmeißfliege. Ich piss auf alle. Ja, ja, piss nur auf sie. Oh, das tut mir leid, Nein, nein, ist schon okay. Nicht der Rede wert. Oh mein Gott, das tut mir leid. Tut mir wirklich Kein Problem, leid. Mein Entschuldigung. Oh, das tut mir jetzt aber wirklich leid. Oh, das ist in Ordnung. Das macht gar nichts. Oh, mein Freund, es tut mir leid. Oh, nein, es tut mir wirklich sehr das leid, dass mir so etwas schon passieren gut. kann. Oh, das ist aber ganz wirklich peinlich. Ich bin 19. 19? Oh, dann habe ich ja ganz gut geschätzt. Und wie heißt du? Barbara. Oh. Und wie heißt du, du Angeber? Und wie heißt du? Ich heiße Bobby. Bobby? So möchte ich nicht heißen. Erfahre ich jetzt deinen Namen? Man nennt mich Wiggy. Wiggy! Wiggy, was ist passiert? Wer hat das getan? Was? Sag schon! Na los! Er hat mich vor allem bloßgestellt! Oh, reg dich nicht weiter auf! Wir bringen das wieder in die Reihe! Warte, gleich packen wir sie! Ich pisse auf euch, Schweißfliegen! Halt! Konfuzius sagte, es ist schön, Freunde zu haben, die von weit her kommen! Wir müssen also nicht kämpfen! Halt! Sofort aufhören! Menzin sagte, wir sollen uns Freunde und keine Feinde machen! Also keine Schlägereien! Keine Schlägereien! Halt! Halt! Und ich sage, wir kämpfen! Bobby! Bobby, wo bist du? Wo bist du denn? Wer ruft nach mir? Oh,
Jetzt! Ja! Hey,
Euer Kung-Fu ist scheiße. Ich sollte euch Unterricht geben. Ist nichts entschieden. Los, lauf! Rennt um euer Leben! Los, lauf, lauf, los! Ah, nicht salutieren! Laufen, los, los! Selbst meine Augen. Oh. Hallo? Oh, oh, ich, das gibt's doch nicht. Ich bin überall. Nein! Oh, hey!
Nein, nein, stopp! Wisst ihr nicht, dass ich den schwarzen Gürtel im Kochen besitze? Los, kommt, kommt! Oh, ich habe einen Krampf im linken Knie, ja? Was ist das? Oh, das ist der letzte Eunuche in China. Toll, was? Oh,